Willkommen im Keller. Jetzt geht's los. Das Packen beginnt. Oh. Scheiße. Es ist so viel. Es ist hier. Im Keller sieht's immer so schlimm aus, ey. Es wird eine richtige Schlacht, glaube ich, da hochzulaufen mit dem ganzen Zeug. Aber egal, es wird richtig geil. Ich habe mies Bock. Moin. Tschüss. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Auf die Lampe. Ich Junge. Oh, das ist doch schön hier. Leben schmeckt. Ich muss eigentlich nochmal das Design von dem Stuhl fahren. Das ist doch auch nice. Winnie Pooh, glaube ich. Ja. Größenverhältnisse? Ja. Marc, was gibt's denn heute? Nudeln mit Mozzarella. In der Pfanne? Nee, in einem kleinen Topf. Nudelpfanne. Geil. Oh. Trinken? Erste Nacht im Auto, Marc, was sagst du? War richtig gut, richtig schön warm, aber jetzt ist es kalt. Oh. Also unser Place to be. Es ist, ich fand es ein bisschen feucht geworden im Auto. Also man hat halt gemerkt, klar, die Atemluft beschlägt sofort an den Fenstern. Ich muss auch sagen, heute Morgen hatte ich ein bisschen das Gefühl, mein Schlafsack wird, also ist nass oder feucht. War zwar nicht so, war richtig geil, war alles auch trocken innen noch. Aber fühlte sich erstmal so an, weil es halt so mies feucht war. Aber jetzt geht's los. Oh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde. Aber ich habe mies Bock. Richtig Bock, Alter. Schön noch ein bisschen jetzt zusammenpacken und dann... Let's go! Wir haben es jetzt. 9.50 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt schon seit anderthalb Stunden circa wach. Ja. Ja. Und machen uns jetzt in, ich würde sagen, den nächsten 5 Minuten auf. Ist alles soweit eingepackt. Marc ist noch am letzten Feinschliff. Ich zugerät, meine Hände sind eingefroren. Es tut so weh, wirklich, es tut so weh. Hier ist auch schon fertig. Es sind die übelsten Bomber geworden. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Kavanzmänner werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich habe ja gefühlt auch an Klamotten nichts mit. Auf jeden Fall haben wir hier die Drohne ganz gut befestigt, muss ich sagen. Schön an dem Gurt. Dann spannt es auch ein bisschen und geht nicht auf. Bei Marc wird es noch ein bisschen entspannter. Mit deiner 5 Zoll. Hier geht's gleich lang. Da, den Weg. Ja, ich bin mal gespannt. Wie lange ungefähr gerade jetzt im Wald noch so? 20, 30 Minuten. 20 Minuten. Chillig. Und dann hat man direkt... dann geht ein sehr unbelaufener Weg, glaube ich. Geil. Geil. Wir haben es geschafft. Wir sind los.
Also jetzt nach, naja, 20 Minuten haben wir noch gebraucht. Ja. Aber, ja, wird eine dicke Tour. Geil. Die mir ist gerade die Blase am Entleeren. Läuft's? Läuft. Ich muss sagen, der Rucksack ballert schon massiv. Ich finde, die Hüften hauen rein. Der knallt übelst oft auf die Gelenke. Ja. Oder? Bei dir ja, auch? Ja. Also wir haben jetzt mal geguckt. Wir brauchen jetzt noch 5 Stunden Minimum. Wenn wir uns auch ein bisschen sporten, wa? 5 Stunden 45 ungefähr. Ja. Und das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen... Wir kommen genau mit dem Sonnenuntergang oben an. Ja. Es sieht zwar richtig, richtig geil aus, aber ich hoffe wirklich, dass es oben dann weg ist. Weil wenn das nur so Suppe ist, können wir nur hoffen, dass morgen besser wird. Ja. So. Hier unten sieht es noch geil aus, aber wenn wir dann erstmal oben in die Wolken gekommen sind, ist das alles so feucht und... Und dann ist ja auch nur noch, also vielleicht ist ja oben so, hier vielleicht so die Schneedecke. Ja. Decke. Ja. Ist ja nur so ein bisschen Tau, fast schon so taumäßig, ja. So reif. Aber wird schon, ich bin guter Dinge. Die Hoffnung nicht verlieren. Nee. Niemals. Das wird geil. Update. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Hauptweg eigentlich angekommen. Es ballert anders. Also ich hab das krank unterschätzt mit dem Rucksack. Marc, wie geht's dir? Ja, geht doch, aber es ist gut anstrengend. Ja, man merkt einfach wirklich dieses Gewicht einfach auf den Beinen zusätzlich. Es ballert schon richtig doll, aber der Weg ist auf jeden Fall schon richtig geil. Also hat Marc auf jeden Fall einen guten Weg rausgesucht. Danke dafür. Aber ja, ich hoffe, oben sind wir über den Wolken. Das wäre zu heftig. Die Atmosphäre ist einfach nice. Alter, und es ist so anstrengend. Wir sind von irgendwelchen großen Fußspuren von einem großen Tier. Ja, das habe ich auch gesehen. Alter, es ist schon wild, wa? Ja. Jetzt kommen wir auch so langsam in die Wolke rein. Und hier liegt echt viel Schnee. Wir schreiben Höhenmeter, wie viel sind's? 300 vielleicht jetzt? 300 Höhenmeter von 1050. Also haben wir jetzt optimistisch gerechnet ein Drittel geschafft. Sehr optimistisch gerechnet. Aber Motivation muss man ja sich beibehalten, wa? Und der Weg verspricht viel, muss ich sagen. Also sehr, sehr nice schon wieder hier. Boah, das sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Es ist so viel Schnee. Der Weg wird immer schmaler und immer weniger erkennbar. Ja. Ah, ist nice. Wie ist so dein aktueller Motivationsstand? Also Motivation ist eigentlich nicht das Problem, weil eigentlich weiß man ja, man hat extrem Bock drauf. Ja. Oben einfach so dein... Alleine auch wenn ich den Schnee sehe von der Menge, bin ich mies gehypt, weil man weiß, oben ist mindestens genauso viel. Kannst du schön wegschieben alles, machst dein Zelt hin, baust es auf und dann legst du dich da einfach rein, Alter. Es wird so endsgeil, das wird so endsgeil. Leg den scheiß Rucksack da ab und dann erstmal ein bisschen entspannen. Ja. Wir haben jetzt fast die Hälfte geschafft an Weg und wenn das nochmal ein bisschen Alter, pushen. Es ist so geil, es ist so geil. Oh, nur noch das, guck mal, das, was wir jetzt hochgelaufen sind, das war eigentlich nicht so viel, oder? So, also es fühlte sich, klar, wir haben vielleicht 4-mal Pause gemacht. Ja. Einmal größere Pause. Zu zweit vergeht die Zeit immer deutlich schneller. Ja. Alleine man fällt nicht in diesen Punkt rein, wo man sich so denkt,
wo man sich halt selber krass motivieren muss, weil man hat ja jemand anderes, der einen mitmotiviert. Ja. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal weitergehen. Aber ich muss sagen, heftig ist dieses Gleichgewichtsding. Ja. Das fuckt so ab. Weil du die ganze Zeit Angst hast, dich drehst hier einen Hang runter. Ja. Der Weg ist so schmal und ja, kaum Fußfläche. Ja, ja. Na dann, wir werden jetzt mal weitergehen. Attacke. Es ist einfach alles eine Qual mit diesem Rucksack. Das ist, glaube ich, noch zu. Ja. Ich habe echt die Schnauze voll gerade. Ich will einfach diese scheiß Hütte erreichen. Es zieht sich so, es zieht sich so. Und auf der Hütte, wie viele Höhenmeter haben wir da? 1,6. 1,5, 1,6, glaube ich. Jammer, ja, ey. Da ist sie. Die Hütte. Kurz davor, die Hütte zu erreichen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht maul. Endlich. Wirklich endlich. Hat sich echt gezogen. Hätte ich nicht gedacht. Es zieht sich anders. Aber ich glaube, das ist nur, weil man einfach so leidet. Ich glaube, normal unter anderen Umständen würde man hier einfach hochballern. Und ja, jetzt ist man halt hier todeslangsam. Alles tut weh. Und oh, laufendes Wasser. Heftig. Können wir sogar noch mal Flaschen auffüllen. Oh, geil. Und Sitzmöglichkeit. Yes. Auch wichtig. Puh, endlich. Marc, hier sehe ich mich. Hier sehe ich mich. Sag ich da, wie es ist. Die Ruchelberg. Diensthütte. Okay. Also, wir sind jetzt hier. Wirklich letzte Etappe nochmal nach der Hütte. Es ist mittlerweile ein kranker Tiefschnee. Hier ist jetzt auch langsam die Baumgrenze. Und man sieht den Weg auch fast nicht mehr. Also es wird langsam schon ernst. Wir haben jetzt noch knapp 400 Höhenmeter vor uns. Und dann sind wir da. Ja. Aber ich überlege eventuell gleich die Kamera mal wegzupacken, weil es ist einfach so, man muss sich so auf den Weg konzentrieren. Krank. Aber es sieht schön aus. Krankster Scheiß, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Hier oben findest du nichts, du findest keinen Weg. Schilder, also brauchst du ja gar nicht anfangen, ne? GPS spackt rum. Ja. Und es zieht sich so lange. Alter Schwede. Junge, das, also ich weiß nicht wann, aber es muss ja irgendwann mal aufhören mit diesen Büschen hier, damit wir dann oben sind. Aber man sieht nichts, null. Deine Motivation kann auch gar nicht steigen, weil du bist in dem Nebel, also ja, siehst du ja auch nicht weit. Das ist so flach alles. Ja, man läuft blind und hofft einfach, dass man ja irgendwann oben ist. Wirklich. Und in so einer Steigung hier. Rutsch mal kurz ein Stück zur Seite. Also, was machst du da gerade? Füße aufwärmen. Aber ich muss sagen, es ist krank, wie das, also es hätte ich... Ballert da richtig rein. Also von der, sag ich mal, von der Wärme ist es jetzt. Boah, die Position ist halt ein bisschen asozial. Aber so grundsätzlich sehe ich mich damit heute echt im Zelt auch, glaube ich. Ja. Da wird es richtig mollig. Der Weg ist schlimm. Leben am Limit. Musst du das mal filmen? Also man sieht eigentlich gar nichts. Let's go. Haben wir unseren Zeltspot gefunden? Zwar nicht der, den wir geplant haben, aber egal.
Geht das nicht anders? Das ist. Also das, den Weg kannst du dir nicht geben. Welchen Weg? Welchen Weg meinst du? Genau so. Ja, das. Da wird unser Zeltspot in die Richtung. Irgendwo geht hoffentlich die Sonne auf, wenn wir sie sehen. Und das Zelt hier hin, würde ich sagen, weil hier geht es hoch. Genau, in die, ja. In die Richtung. So öffnend. Genau. Easy. Ist ganz geil, glaube ich. Ich stelle mir diesen Part hier echt nice vor mit FPV, weil das ist nicht nur links, rechts, runter direkt, sondern ein bisschen breiter, ein bisschen schmaleren Gang. Könnte ganz cool aussehen. Und ein bisschen Büsche. Stimmt. Jetzt aufbauen. Ja. Endlich, endlich. Junge, leck mich an die Eier. Boah. Es tut so weh. Ja. Ich habe noch nie so eine Schmerzen in den Füßen gehabt. Ist so doll. Ey Junge, es ist wirklich richtig schlimm. Oh Mann. Ist einfach hier Wolle. Wollpulli. Meine Füße rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Zeltspot erreicht, den wir jetzt nutzen werden. Der ist noch ein Stück von unserem geplanten entfernt. Aber es geht einfach nicht weiter. Das ist einfach keine Sicht. Kaum Weg, Tiefschnee. Ja, Emil wärmt sich gerade deine Füße auf. Die sind richtig am Arsch. Und ich werde jetzt in der Zeit mal die Zeltfläche plattstampfen und dann das Zelt aufbauen. Moin, kleines Status-Update. Wir haben jetzt was Warmes gegessen. Zelt ist aufgebaut. Stimmung ist ein bisschen down, es ist arschkalt. Emil, werden deine Füße wärmer? Semi. Ja, müssen gucken, wie wir es morgen machen. Schuhe sind komplett eingefroren, nass. Ist nicht so einfach, die trocken zu kriegen bei, weiß ich nicht, ich schätze mal minus 7 Grad oder so. Meine Hand stirbt gerade an der Kamera. Ja, deswegen. Hier wurde nicht mehr viel gefilmt, haben einfach nur was gegessen, Zelt aufgebaut und wir haben uns jetzt gleich ins warme Zelt begeben und dann hoffentlich morgen, hier zieht es auch gerade richtig zu, richtig neblig, aber hoffentlich wachen wir morgen dann mit klarem Himmel auf, aber sieht nicht so gut aus. So irgendwie von dem Zeltinneren oder so. Marc, ja. Wie geht's dir da draußen? Kalt. Keine Sicht. Es ist kompletter Nebel. Ja, wirklich gar nichts. Also, ja, ich probiere, glaube ich, jetzt erstmal einen warmen Tee zu machen und eventuell ein Feuer anzukriegen. Es ist alles so todesvereist. Und? Bisschen Wasser trinken. Also jetzt nochmal zum zweiten. Ich habe gerade nicht aufgenommen. Geil. Also wir sind jetzt die erste Nacht in unserem Zelt. War herausfordernd. Es war wirklich so kalt und nass. Es ist alles so nass. Es ist so nass. Und die Schuhe sind nass und Eis. Also es ist wirklich mittlerweile fast alles nur noch Eis. Es gibt nichts mehr, was irgendwie normal trocken ist. Oder zumindest irgendwie nur kalt. Wir haben jetzt hier gerade Tee gemacht. Der ist auf jeden Fall richtig guttunend. Wohltuend ist der. Wohltuend. Und
ja, Marc versucht jetzt gerade vielleicht irgendjemand draußen Feuer zu machen oder irgend sowas, dass man die Schuhe aufwärmen, also einfach trocken bekommt. Es ist wirklich wie so ein Basecamp hier, Mount Everest. Sicht ist hier circa 40 Meter. Man sieht nichts, es ist alles neblig wieder. Richtig beschissen. Ja, eigentlich wäre hier der View ganz geil, wa? Was wäre geil? Der View? Ja, die wäre richtig geil. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen krank mittlerweile. Ja, es hittet gerade alles irgendwie. Geil. Wir sind gerade am Tasche zusammenpacken. Es wird ein wenig wärmer, aber Füße sind trotzdem noch arschkalt. Ich packe hier draußen meine Sachen gerade zusammen. Eben im Zelt. Und dann werden wir so schnell es geht nach unten zum Auto gehen und hoffentlich nicht erfrieren auf dem Weg nach unten. Alter, ich freue mich so aufs Auto. Ja. Sitzheizung an, Fußheizung. Einfach auf volle Stärke. Aber ich sag dir nochmal ganz anders, wird Unterkunft wird nochmal ganz anders. Ja, und Unterkunft heute, genau. Ja. Ja, aber ansonsten gar nicht so scheiß hier oben, bis auf die schlechte Sicht. Oh, oder? Nein, geht schon. Es ist eigentlich okay, aber es ist halt alles nass, übelst kalt und scheiß Sicht. Ja, eigentlich sieht es nach einem geilen Spot aus, wenn man so von hier guckt. Sieht richtig cool aus. Mit dem Stuhl da hinten, mit den Sachen daneben. Hallo, guten Morgen. Aber ob man dafür, das Ding ist, ob man dafür 5 Stunden auf dem Berg laufen muss? Ich fände es halt geil, wenn man wissen würde, wie weit es runtergeht, was man da sieht, weil... Ne? Kann ich dir auf meinen alten Aufnahmen zeigen? Top. Ja, ist scheiße. Man sieht halt wirklich gar nicht, was man hochgelaufen ist. What's the point in all that kissing? I don't feel that I will miss him. You're just gonna say goodbye to the best moments in our life. A new drop of tear every time I'm coming to you. And you will miss the times you decide to leave behind. I will drop a tear every time I see your name is. But please don't change your mind if you won't say goodbye. Aber es ist so... Junge! Junge! Junge, Alter! Was ist denn das? Für Netz haben wir. Haben wir nicht. Funkloch. Den ganzen Weg runter nicht. Traurig. Nur oben haben wir Netz. Oben hatte ich auch kein Netz. Ja, ich schon. Ab und zu mal. Die haben aber...